Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute stelle ich euch mal die besten Finisher-Übungen vor. Für jede einzelne Muskelgruppe. Aber zunächst einmal, was sind eigentlich Finisher-Übungen und wozu macht man das überhaupt? Wie der nette Anglizismus bereits sagt, geht es um das Finishing. Das heißt, wenn ein Training für eine bestimmte Muskelgruppe eigentlich zu Ende ist, dass man dann nochmal eine Übung macht, die keine vollwertige Übung ist, aber die einen bestimmten Zweck erfüllt, mit der man das Training beendet. So manch eine böse Zunge mag auch behaupten, das ist nochmal, um sich richtig maximal aufzupumpen, bevor man dann in die Umkleide geht und da noch so ein bisschen sich vergleichen kann mit den anderen Leuten im Fitnessstudio. Und ein Teil Wahrheit ist auch dahinter, denn der Effekt wird da sein. Und damit kommen wir auch schon zu der Begründung, warum man so etwas macht. Finisher-Übungen sind typischerweise keine Übungen, die nochmal so vollwertig sind wie die Übungen, die ihr im Trainingsprogramm habt. Vor allem ganz unterschiedlich zu den Übungen, die ihr möglichst am Anfang des Trainings habt. Welche habt ihr meistens am Anfang des Trainings? Wer hat gut aufgepasst bisher auf diesem Kanal? Meistens die schwersten Übungen, die ihr voransetzt, weil ihr den größten Fokus dafür braucht und weil ihr die meisten körperlichen Ressourcen dafür benötigt. Das heißt, euer zentrales Nervensystem muss komplett frisch sein. Ihr müsst noch komplett geladen sein. Ihr braucht Energie. Das heißt, ihr braucht Blutglykogen und so weiter. All das muss da sein. Und dann könnt ihr die schwersten Übungen machen. So etwas wie Kniebeugen, Kreuzheben, Ausfallschritte, schweres Rudern, die Bankdrückleistung und so weiter. Da wollt ihr den Rekord setzen, da bewegt ihr am meisten Gewicht. Das ist die komplexeste Übung. Die setzt ihr voran, wenn ihr noch frisch seid. Und umso weiter das Training fortschreitet, desto leichter sollten sie sein. Desto eher geht man an Maschinen, desto weniger komplex sind die Übungen, desto eher geht man zur Isolationsübung oder zur kleinen Muskelgruppe über. So, das jetzt mal ganz schnell. Das heißt, wenn wir wirklich das Gegenteil haben wollen von dem ersten, ist die Finisher-Übung gerade eine, die viele Wiederholungen aufweist, das heißt, ein niedriges Gewicht haben wird. Dadurch kriegt man eben auch diesen legendären Pump, der dann für die Umkleide ganz besonders attraktiv ist. Aber es ist eben auch eine Übung, die sich dadurch auszeichnet, dass wir nochmal maximal den Muskel spüren. Und genau das ist der Sinn davon. Wir wollen ganz zum Schluss nochmal den Muskel richtig spüren. Warum? Einfach nur, weil es uns gefällt? Nein, denn der Pump, der bringt auch ein paar nette positive Effekte mit sich. Und dafür gibt es gute Indizien, dass das auch einen solchen Effekt auf den Muskelwachstum hat. So zum Beispiel, dass durch den Pump, was ja nichts anderes ist, als dass vermehrt Blut in diesem Muskel wieder zirkuliert, dass dadurch auch besser die Nährstoffe eingelagert werden. Mehr Blut, mehr Nährstoffe werden mit dem Blut transportiert und dadurch kann man nochmal seinen Post-Workout-Shake richtig gut nutzen und da, wo das Blut so gesammelt ist, hat man nochmal diesen tollen Effekt. Aber auch einfach nur für die Reizsetzung. Das heißt, wenn ich wirklich auch meistens ein schweres Training hatte, ein Krafttraining hatte, ein Training hatte, wo ich zwischen 6 und 10 Wiederholungen war, was nicht unbedingt Pump geprägt ist, dann ist es nochmal ganz schön, wenn man die Brust zum Schluss nochmal ansteuert. Auch das alleine von der neurologischen Verknüpfung ist gar nicht mal so schlecht, dass man einfach nochmal den Reiz dort richtig reinsetzt. Und natürlich auch einen Komplementärreiz hat. Das bedeutet, dass man zu den schweren Übungen, wo man 6, 7, 8 Wiederholungen nur gemacht hat, dass man jetzt auf einmal noch eine Übung hat mit 20 Wiederholungen, vielleicht sogar 30, 40, 50 und damit nochmal die Muskelausdauer so ein bisschen reizt. Und das kann man am Ende des Trainings machen, dann erschöpft man sich nicht direkt am Anfang und kann vor allem die Gewichte heben. Jetzt kommen wir damit vor allem dann mal zu meinen Lieblingsfinishern, die ich seit Jahr und Tag am liebsten benutze und die ich euch hier mal vorstellen möchte. Und ich bin schon darauf gespannt, ob ihr sowas schon macht. Macht ihr Finisher-Übungen? Und wenn ja, welche sind das bei euch für jede Muskelgruppe? Und fangen wir gleich mal mit dem Rücken an. Da ist meine absolute Favorite-Finisher-Übung nochmal an der Maschine Reverse Butterfly. Hier kann man nochmal richtig schön den oberen Teil des Rückens, den Schultergürtel, ansteuern und das Ganze mit Steckgewicht machen. Das heißt, ich muss nicht mehr viel rumschleppen, denn nach dem Rückentraining, nach dem richtigen Rückentag, vor allem im Vierersplit, seid ihr so sehr im Keller, dass ihr einfach gar keine Lust mehr habt, irgendwas zu machen, außer noch zur Umkleide zu gehen, wenn überhaupt. Am besten direkt in den Wagen. Und deswegen ist es perfekt, ihr sitzt an der Maschine, ihr steckt das einfach nur ein. Ihr könnt dadurch auch super das Ganze kombinieren mit Dropsets und könnt vor allem nochmal viele Regionen des Rückens ansteuern. Den hinteren Delta, den Trapez und so weiter. All das ist mit dieser Übung möglich. Gleichzeitig braucht ihr relativ wenig Fokus. Natürlich, wenn man
mehr fokussiert ist, bei jeder Übung bringt das mehr. Aber hier kann man kaum was falsch machen, der Rücken muss ziehen. Ihr lehnt euch hier gegen, nichts muss helfen und so weiter. Ein super Finisher. Macht daraus am besten, so mache ich immer, Dropsets. Das bedeutet, ihr stellt ein Gewicht ein, mit dem ich vielleicht 8, 9, 10 Wiederholungen schaffe. Danach sofort runterlassen und nochmal ungefähr 60% des Gewichts einstellen und direkt wieder raushauen. Ihr könnt auch einen dreifachen Dropset machen, dann nochmal 60% des Gewichts. Davon macht ihr 2, 3 Sätze und das ist ein super Finisher. Und bevor wir zur nächsten Finisher-Übung kommen, warum zum Beispiel keine Klimmzüge oder Rudern? Ich habe es euch schon erklärt, aber an diesem Beispiel nochmal etwas eindeutiger. Klimmzüge sind ein enormes Gewicht, eine enorme Belastung. Viele von euch schaffen keine 10 Klimmzüge überhaupt so. Das heißt, das ist eher eine Übung für am Anfang des Trainings. Aber nur den Latt damit zu trainieren, nochmal das Ganze im hohen Gewichtsbereich, das ist einfach zu anstrengend dafür. Das muss gar nicht sein. Und sowas wie komplexe Übungen, Kreuzheben, Rudern, alles zu schwer, zu viel Gewicht. Jetzt könnte man das mit leichtem Gewicht machen, aber wir brauchen es gar nicht so komplex. Die Vorteile, die ich euch gerade genannt habe, die gelten dafür. Und damit kommen wir auch schon zur Brust. Bei der Brust, ihr ahnt es schon, ist es eine Körperübung. Liegestütze, die eignen sich sehr gut, allerdings immer auf besondere Weise. Ich habe schon Dutzende von Varianten davon gezeigt in meinen ganzen Brusttrainings. Wer noch nie so ein ganzes Brusttraining gesehen hat, schaut sie euch mal an. Es gibt eine ganze Menge auf dem Kanal, einfach nur unter die Video-Section Brust eintippen und ihr kommt sicherlich auf 4, 5 verschiedene mit Trainingspartner und ohne. Mein Lieblingsfinisher ist mit Trainingspartner. Und das hier ist ein Video, Finisher solo ohne Trainingspartner. Wer das Ganze mal mit Trainingspartner sehen will, meine Lieblingsfinisher-Übung mit Trainingspartner, liked das Ganze hier und schreibt es in die Kommentare, dass ihr dieses Video sehen wollt. Liked auch die Kommentare von den anderen, die das geschrieben haben und dann weiß ich, dieses Video ist erwünscht. Jetzt aber erstmal zu meinem Lieblings-Solo-Finisher. Und dazu nutzen wir entweder Liegestützhilfen auf dem Boden, aber ich zeige euch jetzt eine neue Variante davon, die ich richtig, richtig klasse finde. Und die macht ihr am besten mit so einer Stange, egal wo ihr sie einstellt. Ihr könnt auch eine Langhantel auf den Boden stellen. Alles Mögliche, wo ihr eine Stange habt, die mindestens 20 cm vom Boden entfernt ist, sollte hinhauen. So, das hier kicken wir mal weg, auch wenn das so leicht wäre. Oh, es hat Grip. So, und was ihr jetzt hier nicht macht, sind nur normale Liegestütze. Damit könnt ihr euch schon gut einfühlen natürlich und die Brust anspannen. Was ihr jetzt mal machen könntet, ist, und ihr werdet am Ende eines richtigen Brusttrainings wahrscheinlich sowieso nicht mehr so viel Liegestütz schaffen, selbst wenn die so ein bisschen schräg sind. Ihr dreht jetzt mal die Hände ein. Einmal komplett rum. Haltet das Ganze hier so. Ein bisschen weiter darüber lehnen. Ihr solltet das Ganze nicht so machen, dass hier eine Spannung drauf ist. So, dass ihr runterkommt, ungefähr unter der Brust auf Bauchhöhe. Hierhin, Ellbogen dicht am Körper. Und dann wirklich sich in die Brust reinversetzen, Schultern hinten lassen und zusammenziehen. Wenn ihr dann rausdrückt, versucht das Ganze mit einer Bewegung zu machen, die nach innen geht. Die Ellbogen gehen nach innen, damit ihr richtig hier in den Peak reinkommt. Hier gehen die hin. Ihr müsst es stechen spüren, mit der ersten Wiederholung schon. Hier hin und dann wieder raus. Und wieder zusammen und raus und zusammen und raus. Das hier wäre euer Brustfinisher. Und selbst das könnt ihr noch ein wenig intensivieren, indem ihr an dieser Stange etwas zusammendrückt, die Hände. Natürlich bleiben die unbeweglich, die sollen jetzt nicht zusammenrutschen, aber versucht euch vorzustellen, dass ihr die Stange zusammendrücken wollt. Und das sticht ordentlich. Davon nochmal so viele Wiederholungen, wie ihr könnt. Wow! Mein Lieblingsfinisher für den Trizeps ist zum einen ganz normale Dips. Dips kann man relativ viele machen, wenn da kein Zusatzgewicht dran kommt. Dadurch ist es auch etwas schonender für die Ellbogen. Zu Dips habe ich schon viel auf diesem Kanal gesagt. Das kann gefährlich werden für viele Leute. Und unter den Kommentaren sieht man auch, dass dort viele bereits schon berichtet haben, dass Dips, vor allem wenn man es mit viel Zusatzgewicht macht, echt die Ellbogen oder die Schultern kaputt gemacht haben. Aber umso weniger Gewicht ihr habt, nur euer Körpergewicht für schlanke Leute, ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Und das als Finisher zu benutzen, ist völlig unkompliziert. Ihr geht einfach an die Dip-Maschine, nicht Maschine, beziehungsweise an die Dip-Vorrichtung und dippt da einfach rum. Ihr müsst nichts mehr einstellen, gar nicht mehr viel beachten und dann macht ihr noch ein bisschen was. 20, 30 hinterherhauen. Für den das sowieso nicht möglich ist, weil er dann weniger als 6 machen würde, ist das kein richtiger Finisher. Und deswegen stelle ich jetzt mal einen meiner Lieblingsfinisher vor. Ihr könnt noch mal richtig schön mit einem Arm
hier reingehen, vor dem Körper. Ihr könnt natürlich hier variieren. Versucht es auch mal seitlich. Versucht mal, den Ellbogen und den Oberarm etwas schräger nach außen zu haben und das hier so hoch zu führen. Versucht es auch gerne mal mehr innen, dass ihr hier runterzieht. Stellt euch ein bisschen da weiter weg. Ihr kennt die ganzen Varianten, die ihr habt. Ihr könnt auch gerne mal ein wenig den Oberarm bewegen. Seht ihr? Das geht auch. Hauptsache, ihr spürt es in den Trizeps. Auch hier geht es wiederum. Fühlt euch in den Trizeps rein. Von der ersten Wiederholung an müsst ihr den richtig gut spüren. Und bedenkt, ihr habt davor schon 8 bis 10 Sätze für den Trizeps gemacht. Es geht nur darum, dass ihr jetzt viele Wiederholungen nachhaut. Und zwar nach folgendem System. Macht damit mal so um die 10-12 Wiederholungen. Stellt also ein Gewicht dafür ein. Habt ihr das mit dem linken Arm gemacht, macht ihr sofort mit dem rechten weiter. Nahtlos. Macht das. Und jetzt kommt's, und das ist der Finisher daran, das ist das Besondere. Habt ihr den rechten Arm jetzt auch wieder gemacht? Sofort mit dem linken weiter. Und ihr könnt es schon ahnen, danach wieder mit dem rechten, wieder mit dem linken, wieder mit dem rechten. Wir machen auch hier quasi 3 Sätze, aber alles hintereinander. Dadurch werden auch die Pausen immer geringer, obwohl die Belastung immer höher wird. Ihr schafft weniger Wiederholung, wenn ihr beim ersten Mal 12 geschafft habt. Klar schafft ihr dann, wenn der rechte Arm durch ist, der andere Arm durch ist, mit dem linken nicht mehr 12. Aber dann habt ihr nur noch weniger Pause. Auch zum nächsten habt ihr weniger Pause. Und das bringt so ein bisschen diesen neuen, anderen Reiz rein und diese vielen Wiederholungen. Macht das ein paar Mal hintereinander und für mich eine super Variante. Ich spüre den Trizeps, der ist nochmal gut aufgepumpt. Und mein Arm sieht nett aus. Für den Bizeps mag ich es in letzter Zeit vor allem, und mit letzter Zeit meine ich so die letzten 8 bis 10 Jahre. Wenn man so lange trainiert, dass das die letzte Zeit ist, dann wisst ihr Bescheid. Trauriges Leben. Ich nehme mir noch mal Kurzhanteln. Also 5 Kilo sind jetzt nicht repräsentativ dafür. Natürlich nehme ich sonst ein bisschen mehr. Aber so, dass ihr schon vielleicht 10 bis 15 Wiederholungen schafft. Und jetzt macht ihr mal Bizeps Curls, indem ihr die Hand nach oben haltet. Also quasi in die Pronation geht. So rum. Und so haltet ihr die ganze Zeit. Hier hoch, langsam runter. Ihr könnt es vielleicht ein bisschen eindrehen, wenn ihr hier an den Oberschenkeln vorbei wollt. Hier hoch und da müssen die wieder so rum sein. Hier maximal hin, Bizeps anspannen und wieder runter. Hier hin und wieder runter. Das Krasse ist, das Ganze geht noch mehr auf den Unterarm als auf den Bizeps. Aber weil ihr den Bizeps schon vorher mit 8 bis 10 Sätze beballert habt, schafft er es auch, sich zu finishen. Und das Tolle ist, es ist eine gute Kombination und ihr geht nochmal mit so einem schönen Pump in den Unterarmen los. Das macht auch was her. Das heißt, auch hiervon. Macht davon nochmal 3 Sätze, wo ihr es wirklich richtig spürt von Anfang an und es zieht. Und jetzt ein kleiner Bonustipp. Ein anderer Finisher sind Power Curls. Power Curls sind somit mein Lieblingsfinisher. Allerdings kann man es auch als vollwertige Übung sehen. Wer mehr wissen möchte zu den Power Curls, der schaut sich die einfach mal hier an. Aber auch für den Bizeps gibt es eine tolle Partnerübung. Also hämmert es wieder in die Kommentare, wenn ihr die Partnerversion von dem Video sehen wollt. Und bevor wir dann zu den Schultern anschließend kommen, jetzt nochmal die Beine. Ein Finisher für die Beine ist schon echt brutal, weil zumindest bei mir ist es so ein Beintag und ich krieche aus dem Fitnessstudio raus. Da gibt es verschiedene Arten, wie ihr noch finishen könnt, wenn ihr es überhaupt musst. Zwingt es nicht rein, wenn ihr sowieso total zerpflückt seid. Denn gerade bei den Beinen wird das zentrale Nervensystem mit am meisten gelitten haben. Braucht ihr da noch einen Finisher? Fragt euch mal selbst. Wenn ihr das machen wollt, finde ich zum Beispiel Ausfallschritte mit relativ leichtem Gewicht. Ich habe jetzt 10 Kilo pro Seite in der Hand. Richtig gut. Und zwar, indem ihr einfach nicht auf Wiederholungen geht oder dergleichen, sondern eine gewisse Strecke abwandert. Und das ist auch da die schöne Variante. Ich habe hier diesen schönen langen Flur. Und den gehe ich einmal komplett durch. Komplett durch heißt aber, wenn ich es nicht schaffe, lasse ich es liegen, so lange, bis ich mich so ein bisschen erholt habe und gehe weiter. Hauptsache, ich schaffe den Flur bis zum Ende. Oh. Eigentlich muss ich das doch gar nicht so komplett machen. Ich will es euch doch nur demonstrieren, Mann. Mann, jetzt sind meine Beine total vollgelaufen. Und anschließend, wie versprochen, für die Schultern. Jetzt habe ich ein relativ hohes Gewicht, das werde ich nach einem kompletten Schultertraining wahrscheinlich nicht mehr nehmen. Aber im Prinzip landet es wieder beim Seitheben. Viele von euch haben nicht unbedingt Maschinen dafür, ob jetzt die mit den Rollen, wo man nur die Ellbogen nach oben drückt, oder auch Maschinen, wo ihr an Griffen fasst und einfach nochmal Teilwiederholung machen könnt. Die eignen sich ganz gut, sowas wie Aufwärtsruder mit leichtem Gewicht und 20 Wiederholungen auch. Aber ich zeige euch jetzt mal einen Finisher,
der im Prinzip ein Supersatz ist und eine Kombinationsübung. Ihr nehmt ein bestimmtes Gewicht, mit dem ihr 10 bis 15 Wiederholungen gutes Seitheben hinbekommt, so gut ihr euch noch darauf konzentrieren könnt. Habt ihr das einmal gemacht und schafft nicht mehr weiter hoch, 3 Sekunden lang die Schultern hängen lassen, ausruhen und dann geht ihr in die Aufwärtsruderposition und nochmal aufwärtsrudern. Hier hoch, da hin, halten und wieder zurück. Dadurch habt ihr nochmal den Bizeps ein bisschen mit drin, der euch unterstützt und hilft. Und für alle, bei denen die Alarmglocken schon losgehen, bei dem Stichwort Aufwärtsrudern, ihr habt ja ein so kleines Gewicht am Ende eures Trainings und auch noch am Ende eines Satzes vorausgehend von Seitheben, dass ihr eigentlich keine Probleme bekommen solltet mit den Schultern. Aber ihr quetscht nochmal einiges raus. Und glaubt mir, das zieht. Macht davon auch nochmal 2, 3 Sätze und ihr habt einen super Finisher für die Schultern. So, das waren jetzt meine Lieblings-Finisher-Übungen. Probiert's mal aus, am Ende eines Trainings einen Finisher einzufügen. Nicht übertreiben damit. Es soll Blut reinbringen und nicht viel mehr. Ihr sollt euch jetzt nicht noch zusätzlich extrem verausgaben. Aber für die Kondition des Muskels werdet ihr damit schon etwas tun. Wie gesagt, die Partner-Varianten können folgen. Die machen sogar noch viel mehr Spaß. Und da gibt es welche, die euch wirklich richtig gut challengen. Wer davon schon mal einen kleinen Vorgeschmack haben möchte und eine Andeutung, der schaut sich direkt mal dieses Video an, wo ich ein komplettes Training absolviere und wo zum Schluss ein solcher Finisher drin ist. Erahnt ihr, was es ist? Schaut es euch gerne an. So sieht ein Training bei mir aus, wenn ich es mache mit einem Partner und wenn ich dann einen Finisher entsprechend einbaue. Wem das Ganze gefallen hat, lasst es mich wissen. Freut mich immer wieder. Schaut mal bei Protein Arena vorbei, wenn ihr Supplements haben wollt. Die unterstützen euch dabei, nämlich bis zum Finisher auch durchzuhalten. Und ansonsten abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und schaut euch mal die anderen an. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.